Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager Katastrophe. Ich meine, du Stasendorf. Das kommt im Endeffekt halt echt aufs selbe hinaus. Ich kann euch hier nochmal die letzten 6 Spiele zeigen. Wenn es so weitergeht, bin ich zufrieden. Da es nicht so weitergehen wird, bin ich nicht zufrieden. So, wir haben ja gerade noch Winterpause, das habe ich fast vergessen. Können wir hier natürlich auch nicht viel machen, dann gehen wir mal. Geh mal weiter. Auf Angebot für schon Warmbier hier. Ist ja auch nicht deren Ernst gewesen. 4600 für so einen geilen Spieler. Bord und Backbord. Es laufen 10 Verträge aus. Das kann ich hier auch mal machen. Auslaufende Verträge. Okay, das sind ein paar. Aber wir müssen ja hier. Wir haben Winterpause. Okay, wir könnten jetzt theoretisch neue Spieler ranholen. Und das müssen wir eigentlich auch wenn ich das. Also für die Teamdynamik ist das tödlich. Und so neue Spieler leisten, ohne alte rauszuschmeißen. Brauchen wir für die zweite Mannschaft dann irgendwann. Hamza Bechert Boglu. So, zum Beispiel. Ein DM können wir uns noch leisten. Finde ich diese Aufstellung sehr gut. Erstmal links außen, der so eine 55 oder sowas hat. Links außen. Mindestens 1,5 Stern. Und der darf maximal 25 sein. 26. Teuer. Das geht sogar noch. Wasowski. Du bist gekauft. Du bist gekauft. Ideal. So, und dann brauchen wir noch, ja, Gehalt für den wird dann natürlich teuer, stand er gerade schon. Einen guten DM. Zweiten DM auf jeden Fall, ist immer gut. DM. Der hier. Ey, müssen nur die Gehaltbudgets beachten. DM und was war noch so? RV, ne? Wir haben Sturm genug, denn der Sturm ist ja dann doch im Endeffekt das Wichtige. Ei. Dama. Okay. Wo hier? Achenbach. Den wollte ich schon holen. Da habe ich schon angeboten. Was? Ich habe abgebrochen. Gut, verhandeln wir halt nochmal. Wir haben ja schon einige Anfragen gemacht. Wer ist denn Gabacik? An Linksverteidiger. Okay. Wir holen uns einfach mal ein bisschen, ne? Der Pazurek. Ja, aber das sind noch faire Sachen. Der kriegt eine 2-Jahres-Option. Bei Abstieg kriegst du auch diese Boni. Machen wir etwas runter. Handgeld kannst du aber gar nicht erwarten. Mein wichtigster Spiel, das kann ich dir ruhig sagen. Du hast auf jeden Fall eine Stammplatzgarantie. 2 Jahre. Wir müssen ihm halt kostenfreie Boni machen. So. 20.000 für Achenbach. Boah, die wollen alle so viel Geld. Zukünftiges Spiel. Ich mache aus hier ein Nationalspiel. Ja. Garantiert nicht, Kusowski. Ist gerade bei Eiche, du, und bei Dusseldorf wird das auch nicht besser. Das ist ein Liga-Wechsel, Regionalliga, Regionalliga. Kannst du jetzt nicht erwarten, dass ich ein Nationalspiel aus dir mache. So, Herr Kusowski. Auswählen. Ach, kann ich nicht mehr die Vereine. Wobei. 3, 4.
Und Viktoria Köln. So. Da, die sind ja jetzt in die dritte Liga aufgestiegen. Tausch mit Fortuna Köln, dass es das gibt. Dass mal Viktoria Köln besser ist als Fortuna Köln, das war so ziemlich the most unlikely scenario. Vielleicht, wenn Fortuna Köln stärker als der FC Köln ist, das ist nochmal. Inzwischen muss man dann ja Viktoria Köln sagen. Karabatschik. Also wenn du das nicht willst, kann ich echt nichts mehr für dich tun. Germania Windeck, interessiert schon Germania Windeck, ganz ehrlich. Angebote neue Dimensionen. Das ist eigentlich sogar weniger. Auswählen. So etwas hätte ich gerne vermieten. Goldgräbe, na, wir müssen mal hier. Ja, die haben alle eigentlich frei, also. Ach, Buchholz, du hast gut trainiert, so. Ja, alle für das Turnier fett sein. Die müssen fett sein. Klar. Was? Also, spendieren machen wir jetzt nicht. Besuchen mit, natürlich. Das versuchen wir, aber hundertprozentig geht das nicht, genau. Sollten bestenfalls Deutsche sein. 56 ist es erfreulich. Ja, das können wir uns nicht leisten, Website. So. Achenbach. Herzlich willkommen. Du bist hier glücklich und gibst 110%. So. Dann sind wir Udin los. Ob den habe ich schon versucht anzubieten. Den will aber, glaube ich, auch keiner. Der ist einfach zu schwach für jede Regionalliga. Der Oberliga. Machen wir einen Spieleragenten 0%. 0 Euro, aber ich möchte auflösen, das ist schon was wert. Zurück. Ja, als das wird doch alles in die Wüsten gelegt. Ah, der Herr Pazurek. Genau. Pazurek, 1,56 auch. Oh, ich verstärke den Verein, das sage ich euch. Ich glaube, diese Saison wird das echt nichts mehr mit dem Aufstieg. Leider, leider, leider. Pazurek spielt jetzt Linksverteidigung. So scheiße ist Goldgräbe jetzt auch nicht, ne? Wird doch noch ein Linksverteidiger. Ach Gott. Bösen, du fliegst. Ja, danke. Doch. Warte jetzt gar nicht mehr. Dülsen. Geflogen, das heißt, wir brauchen einen Linksverteidiger noch. Gerdes, der Herr Gerdes. Warum überziehen alle ihr Budget? Nimmt doch mal einen Kredit auf. Gestalten Sie ein Abschiedsspiel? Och nö. Kann ich nicht machen. Ist, wenn einer geht, ich könnte doch nicht ein Abschiedsspiel machen. Herr Gerdes, so. Was ist jetzt eigentlich mit dem Linksaußen, den ich noch wollte? Du hast auf jeden Fall eine Stammplatzgarantie, so. Ist der links außen? Ach, danke schön. Überhaupt vom Teufel spricht. Wieder Abstieg ablösefrei. Dann habe ich doch ein Angebot schon gemacht. Gut. Oder mal hoch. Ein Turnier. Noch Platz 3. Ey, wir haben gegen Nürnberg gewonnen. Wir haben auf jeden Fall Chancen auf. Dritte Liga. Kosowski ist das. Super. Vorstellung. Ich möchte ja die
Blubbern möglichst nah aneinander. Also der Papazurek, der richtet jetzt 17, wenn da der aufrücken darf. So, jetzt brauchen wir noch einen Linksverteidiger, einen guten. So, Bogunovic oder Mertens kann dann gleich auf die Bank. So. Warte noch auf den Linksverteidiger. Ja, Udin ist ja auch schon weg. Ja, sind noch viele vor unsicherer Zukunft. Muss ich mal gucken, ob ich einen Links machen kann. Alle wollen sie nur mein Geld. So. Akzeptieren von mir aus. Der Herr Gerdes. Komm mal, hallo. Ich glaube, dem letzten habe ich noch nicht hallo gesagt. Dem links außen. Dem Herrn Kosowski, dem habe ich auch noch nicht hallo gesagt. Hallo, Herr Kosowski. Genau. Irgendwas wollte ich noch machen. Richtig, ich wollte noch allgemeine Unterhaltungen führen. Du hast gut trainiert, Achenbach, dafür, dass du neu bist, sowieso. Gib dem Training, alles Pazurek. Ah, die Neuen, die müssen sich ranhalten. S, du bist auch super dabei. Agemang, du sowieso, du bist immer gut. Herbert, du bist auch super. Ich glaube, in dieser Folge schaffen wir kein einziges Spiel. Natürlich nicht sonderlich optimal. Ah. Wiederholen. Ja. Gehört dazu zum normalen Laufgang. Aufgang. Auch egal. Was macht mein Co-Trainer? Was macht mein Co-Trainer? Der holt wahrscheinlich alle aus der A-Jugend in die zweite Mannschaft. Super Idee. Super Idee, echt. Vollpfosten. Echt so ein richtiger Vollpfosten vom Dienstag, ich mal. So. Wir haben jetzt überall, sind wir eigentlich stark aufgestellt, außer defensives Mittelfeld. Jetzt, ach, super. Da haben wir überall mindestens eine 50. In Verteidigung haben wir so viel und keiner ist so richtig gut. Aber passt schon Tornipor. Tornipor, du bist doch gut. Tornipor kommt statt Meridia. Kannst ja vieles machen. Sagen, das ist eine super Ausstellung, aber statt Gürel würde ich noch. Burns, der ist gerade besser drauf als Bogunovic. Ja, aber. Genau, und so starten wir dann auch ins erste Spiel. Da ändere ich nichts dran, das merke ich mir. I'm Derby. Ist doch ein Witz, hier ist auch alles ein Derby. In einer Oberliga Hamburg ist wohl alles ein Derby. Wir haben sowas von der Regionalliga verdient und würden uns da auch locker halten können, aber auch Fortuna Köln hat Interesse an mir. Da würde ich ja was wechseln. Bei der Scheiße, die wir hier abliefern. So ein Spiel schaffen wir anscheinend. Vielleicht sollten wir doch nochmal was ändern. So, Goldgräbe darf anscheinend. Bogunovic. Kriegt ja, du, was kannst du denn sonst noch? Du kannst ganz gut links außen, ne? Das kann der Schmitz auch. Wird stattdessen einen defensiven. Und Mertens dann. So. Nee. Ach Gott, dann spielt halt Buku. Über den hier, der ist fitter. Wobei, der ist jünger. Ja, dann kommt Meridia doch statt. Gut. Wenn die beiden. Spiel müsste ich jetzt aber eigentlich gewinnen. Tornipot, der riecht mir auch auf. Da habe ich ihm vor kurzem. Och du Scheiße. Nochmal Vertrauen geäußert. Ist auch so, Fortuna Köln stärker. Vor kurzem mein Vertrauen geäußert. Übrigens wurden ja hier alles geändert. Regionalliga steigen ja jetzt alle so direkt aus außer Bayern und Nord. Ist ja auch eine Veränderung. Die spielen immer noch Relegation. Bietet den Fans was. Ja, es wird Tore. Und zwar am besten von uns. Das wird nichts. Was ist Alstenberg-Rellingen? Die sind Tabellen 15. Ja? Gut. Haben wir einen guten Ersatz hier. Gut. Weiter geht's.
Weil wir es ist ja. Das Ziel erreichen wir wohl nicht, aber. Und du wirst halt nicht. So, 3-0, das heißt, wir können jetzt auch mal eine nett gemeinte Auswechslung tätigen. Sowas wie Gomez. Und wer ist noch nicht ganz so dabei? Aber für Südprag. Alle Stürmer können auch offensives Mittelfeld machen. Zumindest so in einem gewissen Umfang. Ja, der kann das sogar ziemlich gut. Ach, haben wir doch noch geschafft. 1:5:0 mit allen Toren bis auf 1, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Also haben wir doch noch was geschafft. Statistiken. Sind wir jetzt wenigstens Tabellenzweiter? Oder hat Niendorf gewonnen? Am besten wäre es ja, wenn Kondorf verloren haben sollte. Wie sieht's aus? Niendorf hat gewonnen und Kondor. Ja, was auch sonst. Ah. Ah? Ist auch schon peinlich. Und Bramfelde ist. Wenn Niendorf wäre, kann ich ja verstehen, aber nicht Bramfelde. Okay. Wir haben wieder Aufstiegschancen. Ich sehe uns schon wieder auf dem Aufsteigertreppchen. Wir haben Chancen. Steht auch. Chancen. Zuschauer haben wir nicht, aber Chancen. Und damit sollen wir in die Regionalliga. Ich glaube, unsere Preise sind zu teuer oder sowas. Ich kümmere mich ja nicht drum. So, in der nächsten Folge geht es dann unter anderem gegen Elmshorn. Jetzt erstmal hier das Ende der Transferperiode. Da kommt für uns eh nichts. Wir sind Oberliga. Bla bla bla. Oh doch, das ist du. Ein Verteidiger, was hast du für eine Stärke? 55? Kann man mal bieten? Für den Preis? Mache ich sogar mal langsam. Der ist ja auch richtig geil. Ah! Biete mir nicht so geile Spieler an! So, 8000 biete ich hier sogar. Da geht mit der Forderung noch hoch. Gebe ich dir gleich. So, 9000 biete ich. Ach komm, hier schlage ich zu. Du bist Stammspieler. Einen Innenverteidiger kann ich ja noch entlassen. Verkauf kriegt man ja ähnlich. Der Grundgehalt erscheint dir zu niedrig, das ist mir scheißegal. Oh, 1000 kann ich da auch mal bieten. Da haben wir uns einen Innenverteidiger schnell geschnappt. Der erste Spieler der Oberliga. Hamburg, wo haben wir sie da? Habe ich alle vier eingekauft. War da vielleicht etwas zu? Aber wir wollen ja in die Regionalliga aufsteigen. Müssen wir auch mit dem Geld. Was? Ja, clever. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du gibst dir 110%. Ah ja. Ja, dann sollte ich meinem Sponsor auch mal wieder Tickets geben, weil der sonst... Nein. Geht nicht tatsächlich. Aber machen wir mal ein Meet and Greet mit dem neuen Armbach. Sieht's aus? Hat irgendjemand ein Bild? Das sieht eher schlecht aus auch aus. Ja, clever spielt. Oh, das ist so geiler Zuwachs. Ach Gott, das ist 20. Das ist ein richtiges Talent, das sage ich euch. Was ist denn sein Potenzial? Was sagen die? Ah, nicht wirklich hoch. So, nicht mehr als 60. Ich aber nicht so, der hat doch hier gutes Alter und gut Talent. Also, genau mehr schaffen. Wenn natürlich Subprak, Kosowski. Hast du schon 100% eingespielt halt? Ja, dann mach aber nochmal links außen trainieren. Mach mal links außen. So für. Für alle Fälle so, Beweglichkeit muss aber deutlich verbessert werden hier bei dir. Genau. Dann sage ich jetzt aber erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ciao.